Server, also Moment. Ja, ja, mach, 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 mach. So, jetzt. Servus, Leute, willkommen zurück zu Danganronpa 2. Goodbye, Despair mit Osoma. Hi. Ich habe hier gerade geguckt, das Geburtsdatum der Leute und jeder Monat ist vertreten. Und Pekko und Kazuichi haben im selben Monat nur einen Tag Unterschied. Hast du nicht gerade eben noch gesagt, November ist nicht dabei? November ist nicht dabei, war Juni. Weil Kasui... Ja, du sagtest, jeder Monat ist vertreten. Wenn der November nicht dabei ist, dann ist es ja nicht jeder Monat vertreten. Ibuki hat November. 27. Da muss ich nicht mal gucken. Siehst du? Ja, warum hast du denn gerade gesagt, im November ist nicht vertreten, hä? Ich habe gesagt, jeder Monat ist vertreten. Ja, und dann hast du gesagt, November ist nicht vertreten. Echt? Na ja, egal, habe ich scheiße gelabert. Ja, jedenfalls Juni. Kazuichi ist ein Tag älter als Pekko. Ja, Mai. 5. Mai. 12. Mai. April. 24. April. 14. März. 9. März. Ja gut, jedenfalls ist eine neue Insel da, wie wir gehört haben. Oh Junge, wer kümmert sich denn um Monomi? Viel wichtiger, sie hat eine neue Insel erwähnt. Was sollen wir tun? Ich glaube nicht, dass wir sie erkunden sollen, wenn Fuyuhiko noch in Gefahr ist. Aber wir müssen vorwärts kommen. Egal welche... Welche Verzweiflung uns im Wege steht. Das ist, so sollte Hoffnung sein. Okay, jetzt dauert es nur 2 Minuten, bis ich in das Maul stopfen will. Der bricht seinen eigenen Rekorde. Was Hoffnung? Du sagst das schon die ganze Zeit, nur um uns in eine Falle zu locken. Du bist ernsthaft genauso nervig wie Monokuma. Ich bin ebenfalls besorgt über Fuyuhiko, aber ist es wirklich okay, wenn wir einfach hier bleiben und nichts tun? Also wäre es nicht besser, wenn wir tun, was wir können? Was wir können, hä? Sie hat recht. Lasst uns einen Weg von dieser Insel hier finden, bevor er zurückkommt. Du hast recht, Fuyuhiko wird sich nicht schneller erholen, nur wenn wir hier rumstehen und nichts machen. Ich stimme mit Sonja zu. Ein gewisser jemand würde jetzt sagen, dass Kazuichi noch mehr Fans von seinem Club verloren hat. Dabei weiß ich gar nicht, warum das überhaupt angesprochen wurde. Ich verstehe das mit diesem Fanclub gar nicht. Okay. Ich meine, ich kann sogar verstehen, dass Kazuichi viele Fans hat. Dann ist es wohl entschieden. Lasst uns erkunden in der Suche für neue Hoffnung. Wobei, ich kann... Jede Figur hat so seine Fans. Sogar der hier, was ich zwar nicht verstehe, aber okay. So, wer ist nicht schneller, wenn wir einfach... die restlichen Monobiester ausschalten und alle Inseln auf einmal untersuchen. Wenn dieser seltsam aussehende Hase das kann, eins besiegen kann, dann sollte es doch einfach für mich sein. Ey, denkst du nicht, du machst hier irgendwas Rücksichtsloses? Jedenfalls, lass uns anfangen. Lass uns den Weg zu einer hoffnungserfüllten Zukunft mit unseren eigenen Händen öffnen. Und den Schwachsinn muss ich mir bis ans Ende des Spiels anhören, das ist ja schlimm. Nach all dem, ich fühle mich so, als ob wir genau das machen, was Nagito von uns möchte, was wir machen. Ja, wir bereiten uns auf die Erkundung der neuen Insel vor und verließen das Restaurant.
Bin mal gespannt, was mich da erwartet. Mein drittes Kapitel. Also jetzt muss ja Ibuki sterben. Leider. Sie hätte eigentlich schon im letzten Kapitel tot sein sollen, hat aber irgendwie überlebt. Sitzen mit meinem Tierchen aus. Was sagt das denn? Achso, das Vieh. Wenn ich ein Phlegmon wäre. Dann wäre ich am Strand, bevor ich es wüsste. Wenn ich ein Phlegmon wäre. Wenn ich ein Phlegmon wäre, dann würde ich mich von den Muschas beißen lassen, um zu einem Lamus zu werden. Okay, dritte Insel. Ohne mir hat er recht, das Monobiest, das den Weg blockiert hat, ist weg. Denn wenn ich über die Brücke gehe, sollte ich eine neue Insel erreichen. Mit einem Gefühl von Hoffnung in meinem Herzen. Ja, will ich die Furcht, die sich in mir verbreitet, Nervosität, ausrotten. Geh einfach über die Brücke. Ich ging über die Brücke und erreichte eine neue Insel. Und sie ist. Rio de Janeiro? Okay. Ich weiß schon mal, wo ich nicht hingehen werde. So, das ist also die dritte Insel. Dieses Ambiente, also diese Aussicht, dieses alles drumherum ist komplett anders als das von den früheren Inseln. Die Residenz, die Residenzen und Ruinen sind alle in Shambles. Trümmern. Ja, sind alle in Trümmern. Das fühlt sich eigentlich nicht so wie ein Ressort an. Und nicht nur das. Es gibt definitiv kein Zeichen von anderen Menschen hier. Es fühlt sich ein bisschen gefährlich hier an. Es wäre vielleicht besser, wenn wir ja, Vorsicht walten lassen. Okay, drehen wir erstmal eine Runde. Was haben wir? Movie Theater. Was war da? The Wizard of Monomi. Okay, eine Anspielung auf den Wizard von Oz. Wild Gunman Monokuma. Electric Avenue? Mhm. Avenue ist eine Gasse oder eine Straße. Mhm. Ah. Okay, ein Motel. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Motel und Hotel? Ja. Und was ist der Unterschied? Das weiß ich nicht. Ein Hotel ist halt ein hochklassiges Übernachtungs-Etablissement. Und ein Motel ist eins, was nicht so hochklassig ist und meistens halt so für Durchreisende ist. Achso. Da haben wir den Tittenclub. Den Titten-Typhoon. Ganz im Ernst. Ist das wirklich Titten-Typhoon? Titi-Typhoon? Das würde ich schon vermuten, ja. Music Venue. Ein Bar, ein Club. Was haben wir noch so? Ein Hospital. Okay, ich weiß schon mal, wo Ibuki ist. Ich weiß schon mal, wo Mikan ist. Okay, Zentralinsel. Wir gehen zuerst an den Ort, wo Ibuki sich wahrscheinlich aufhält. Ja, genau. Setz das Gebäude hin. Dieses Gebäude mit diesem Gaudi. Das hatten wir schon mal übersetzt. Auf jeden Fall diesen geschmacklosen Neonlichtern. Das sieht offensichtlich suspekt aus. Verdächtig. Ja. Gaudi wäre in dem Fall wahrscheinlich knallig.
Ah. Ich kann nicht sicher sagen, dass es ohne Gefahr ist. Ich sollte achtsam hineingucken. Die Musik an sich ist nicht schlecht. Komm, wenn da jetzt nicht Ibuki drin ist, bin ich enttäuscht. Es war so klar. Juhu! Was zur... Juhu! Warum schreist du so plötzlich? Überrasch mich doch nicht so. Die Wahrheit ist, dass ich so überwältigt bin, dass ich nicht aufhören könnte, es auszuschreien. Weil das ist jetzt ein Musikclub, richtig? Ja, es sieht so aus. Ich hätte niemals erwartet, hier einen Musikclub zu finden. Ich kann mir nicht helfen, dass ich mich, dass ich aufgeregt bin. Ich frage mich echt, wie viele Soundfiles die ein Charakter hat, weil das ist jetzt eine ganze Menge. Weil sie hat jetzt gesagt, I love music. Allein Ibuki hat schon, was weiß ich, wie viele Aussagen bekommen. Hatten wir es nicht schon? Ja, das hat sie gerade eben schon mal gesagt. Wahrscheinlich sagt sie es einfach nochmal. Achso. Achso. Habe ich das gerade zweimal gesagt? Habe ich das gerade zweimal gesagt? Ist das in Ordnung? Du gibst gerade seltsame Ströme von dir. Nicht wirklich. Ich bin komplett in Ordnung. Nicht wirklich, ich bin komplett in Ordnung. No problemo, kommt sogar zweimal. Hä? Hab ich das gerade zweimal gesagt? Hä? Hab ich das gerade zweimal gesagt? Du siehst nicht so okay aus. Mann, mit einem Clip wie diesen hat Ibuki doch keine Wahl, als eine helfende Hand zu reichen. Das ist einfach nur der Anfang. Juhu! Ich werde alle meine Leute einladen, um dieses wundervolle Gefühl zu fühlen. Moment. Die ist so super. Es ist dieses selbstgefällige Gefühl, das du bekommst, wenn du etwas erklärst, mit einer ausführlichen Metapher, die niemand versteht. Ich glaube, ich verstehe es. Aber zur selben Zeit verstehe ich es auch nicht. Oh nun, wenn du so viel Gefallen an diesem Musikclub hast, dann werde ich dir die Untersuchung überlassen. Überlass mir! Als wenn du mich beißen lässt. Ich bin müde. Ich glaube, ich sollte mich beeilen und einen anderen Ort aufsuchen. Es ist morgen. Du Scheiße. Die ist so toll, das Mädel. Ich werde heulen, wenn sie stirbt. Und wenn ich vermuten müsste, würde ich sagen, entweder stirbt Ibuki im Musikclub oder Mikan im Krankenhaus. Du hast sie gerade schon angesprochen. Ja, ich habe nur geguckt, ob sie noch was sagt. Ja, stell sicher, dass du diesen Ort gründlich untersuchst, nicht wahr? Okay, das wollte ich ja nicht, aber eine Bühne. Ich hatte ja niemals die Chance, wirklich im Rampenlicht zu stehen. Ich wollte eigentlich Sonja ansprechen. Und sie dampft schon wieder. Was für ein Hinreiß dort, Hajime. Das muss diese... Fabled, märchenhaft? Sagenhaft. Sagenhaft, glaube ich. Ja, sagenhaft wird es wahrscheinlich eher sein. Das muss. Ja. Das muss diese sagenhafte Disco sein. Disco? Das ist sowas von 90er Jahre mäßig oder 80er Jahre mäßig. Es ist das, wo hippe junge Leute Federfächer tragen und enge Klamotten
und in engen Klamotten ihre Go-Go's und Lambadas tanzen. Lambada ist Spanisch, oder? Federfächer? Moment, ist das nicht... Spielt ihr jetzt auf Mexiko an? Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich schon. Ja, weil, na komm, wie heißt denn das da? Karneval, genau. Weil beim Karneval machen die das doch. Ich habe keine Ahnung, worüber Sonja gerade redet. Vor allem, Ibuki steht neben dir. Ist sie dir nicht farbenfroh genug? Das ist ein... Kontrollpult. Ja, man kann nicht das Bühnenlicht steuern ohne diesen Pult. Den Fernseher lassen wir mal. Storage Room. Es steht Staff Only an der Tür, also nur Bedienstete. Ja, es ist definitiv eine Art von Lagerraum. Ich weiß, es ist nicht Bedienstete, aber Bedienstete ist auch so ein Wort. Mitarbeiter. Ja. Ich glaube, ich sollte mal reingucken. Ja, ich bin ein Bediensteter. Wobei, eigentlich dürfte Ibuki da rein. Weil wer hat mehr mit Musik zu tun als sie? Da gibt es einen Haufen verschiedener Instrumente, eingeschlossen Trommeln und Gitarren. Sieht so aus, als ob hier auch Dinge aufbewahrt werden, um die Bühne umzugestalten. Farbe, Bühnenlichter, Poster und Vorhänge. Ich denke, hier gibt es keine speziellen... Ich glaube, ich brauche nichts Spezielles gerade. Sind das Gürtel? Carpeting. Na komm schon. Ich weiß, was es heißt. Komm, warum fällt es mir nicht ein? Das gibt's doch nicht. Also Wallpapers sind Poster, ja, und verschiedene Farben. Teppich. Ja. Teppiche, Poster und verschiedene Farben. Es ist definitiv Zeug, das dazu benutzt wird, die Bühne umzugestalten für Live-Auftritte. Oder Live-Auftritte. Was haben wir denn da? Wir haben... eine Elektro-Gitarre, also eine E-Gitarre, eine Standard-Gitarre, noch eine Standard-Gitarre, ein Banjo, eine Ukulele, glaube ich. Eine kleine Gitarre. Wir haben hier Trommeln. Wir haben einen Spiegel. Wir haben einen Lautsprecher oder Verstärker. Da sind die Lautsprecher, da ist der Verstärker. Naja, so eine große Instrumentenauswahl ist jetzt nicht. Du kannst deinen gesamten Körper sehen in einer... in so einem vollen Spiegel. Er wird wahrscheinlich dafür benutzt, um die Kostüme nochmal durchzuchecken. In einem Spiegel, der so groß ist, ist es bestimmt einfach, sich überall ansehen zu können. Da sind zwei Trittleitern direkt nebeneinander. Sie müssen dazu benutzt werden für die für Stage Design. Sie könnten auch für Zeug wie Filmprojektoren benutzt werden. Ich wette, eine davon verschwindet. Sonst würden hier nicht zwei stehen.
Aber tatsächlich gäbe es hier eine ganze Menge, das man eventuell für Mord nutzen könnte. Vielleicht den Spiegel, vielleicht zieht Ibuki irgendjemand mit einer Gitarre eine drüber, wobei ich mir das aber nicht vorstellen kann. Farben, Poster, Teppiche, das könnte man theoretisch alles benutzen. Eine Leiche in den Teppich einrollen oder so. Hat man schon oft genug in Krimis gesehen. Da sind ein Haufen Sticker mit dem Club-Logo obendrauf. Sieht so aus, als ob ein ganzen Haufen davon gemacht wurden, aber zu viele sind übrig geblieben. Es fühlt sich ein bisschen depressiv an. Okay, merken wir uns mal. Instrumente, Teppiche und eine Leiter. Wenn ein Mord geschieht, irgendjemand zieht jemanden mit einer Gitarre eine drüber, packt den einen in einem Teppich und hängt einen irgendwo auf. Mit Hilfe der Leiter. Keine Ahnung. Und da ich ja gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass Ibuki dieses Kapitel überleben wird, glaube ich, dass Ibuki mit einer Gitarre oder so niedergeschlagen wird. Schade. Ich muss sie ausnutzen, solange sie noch da ist. Ja, bin ich jetzt im Club gegangen? Nee, bin ich nicht. Okay, links war das Krankenhaus. Hier ist definitiv Mikan. Da würde ich alles verwetten, was ich habe. Sieht so aus, als ob das eine Krankenhauslobby wäre. Also eine ja, Lobby hier. Gästebereich, Aufenthaltsort, das ist, glaube ich. Das Ambiente fühlt sich so an, als ob das ein Horrorfilm wäre. Ich möchte definitiv kein Patient hier sein. War ja klar. Hajime. Holy shit. Tut mir leid, habe ich dich erschreckt. Aber keine Sorge, selbst wenn du eine Herzattacke haben solltest, davon, dass du erschreckt wirst, das ist ein Krankenhaus, immerhin. Der Moment, wo ich einen Herzinfarkt habe, dann würde ich mir definitiv Sorgen darüber machen. Aber das ist ein dieses Krankenhaus ist etwas seltsam. Lass mich raten, keine Patienten, keine Ärzte, keine Schwestern. Ich kann keine Doktoren finden, Krankenschwestern oder Patienten irgendwo. Ey, das Spiel ist so vorhersehbar. Das ist ja fast schon gecheatet, was ich hier von mir gebe. Ich kann gegen deine Zukunftssicht-Ability halt einfach nichts tun. Das Spiel ist so vorhersehbar. Genau wie ich dachte, hier also auch. Verdammt, es ist niemand hier. Was geht auf dieser Insel bloß vor? Ich habe aber bemerkt, dass sehr viele medizinische medizinisches Zeug rumsteht. Ich bin nicht sicher, ob sie nützlich sein werden, bevor wir sie untersucht haben. Das bedeutet, dass ich sie untersuchen muss, richtig? Ich verstehe schon, ich werde vorausgehen und das ganz schnell erledigen. Bitte hasst mich nicht. Warum sollte ich sie hassen deswegen? Mikan, ja, das Wort hatten wir heute schon, hektisch, rannte hektisch zum Ende des Ganges in der dunklen Halle und verschwand. Und machte ein, ja, riesen Tamtam wegen dem, als sie ging. Ich denke, es wäre wohl okay sein, wenn ich sie an diesem Ort hier lasse, hä? Gundam, okay, dich hätte ich nicht erwartet hier. Bulletin? Das ist ein Papier am Bulletin-Board. Anschlagbrett? Nee, es gibt ein anderes Wort dafür. Notizbrett? Egal. Notizbrett, sagen wir einfach mal. Ja, natürlich ist es eine Krankenhausnotiz. Es gibt hier niemanden auf der Insel, also wer hat diese Notiz geschrieben? Ja, rat mal. Derjenige, der da auf seinen Stempel aufgedrückt hat. So, Gundam. Ja,
Von allen Menschen scheint es... habe ich mich wohl selbst in die Nostalgie gebracht. Dieser Platz ist ganz ähnlich zu dem Platz, wo das Mal des, des besiegten Dämonen ist, in meinen Körper eingeritzt wurde vor vielen, vor langer Zeit. Meint das eine Narbe? Wahrscheinlich. Ah, okay. Die Markierung zum Besiegen des Teufels? Ja, wahrscheinlich hat er davon auch einen Hirnschaden bekommen, deswegen redet er so komisch. Ich hab schon zu viel gesagt. Vergiss, was du gehört hast. Für dein eigenes Wohl. Er war derjenige, der mir diese Information hat zukommen lassen. Und nun sagt er mir, ich soll sie vergessen? Okay, gehen wir mal Mikan hinterher. Der Patientenraum und... Consolation Room? Aufwachraum? Nee. Consultation? Ich glaube, das ist im Beratungsraum, ja. Ah. Ja, Patientenzimmer und Beratungszimmer sind hinter diesem Punkt richtig. Nun, ich denke, es ist in Ordnung, wenn ich das Mikan überlasse. So kann ich gar nicht rein. Gundam, ganz dünn. Okay. Entweder stirbt Mikan hier oder Ibuki hier. Und da ich glaube, dass Ibuki sterben wird, wird Ibuki hier sterben. Schade. Außer natürlich Ibuki bringt Mikan um, aber... Es ist ein kleines Gebäude mit... Gästezimmer und einem Parkplatz. Das muss wohl ein Motel sein, richtig? Ich habe sowas schon im Film gesehen. Was ist das erste Mal, dass ich es wirklich live und in Farbe sehe? Ja, gibt es in jedem Film. Auch in X-Factor gibt es mehr als genug Motels. Da gibt es sogar eine extra Folge, die so heißt. Die sind halt in Amerika sehr verbreitet. Weil Amerika auch sehr viel, ja, Wasteland ist. Also sehr viel Zeug, wo du einfach nur nix ist. Ewig nichts hast, bis du zur nächsten Stadt kommst, ja. Ja, es sind ja die Highways. In Deutschland wäre das gar nicht so der Fall, weil 20 Kilometer bis zur nächsten Stadt. Hm. Und ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Naja, viele Berge, aber ja, bei uns sind die Städte auch einigermaßen nahe beisammen. Aber bei uns sind wahrscheinlich mehr Berge als bei euch. Puh, was für ein heruntergekommenes Motel. Es sieht ziemlich, unsanitär, unsauber aus. Also unhygienisch. Es ist fast so wie Hajimes Haus. Woher weißt du, wie mein Haus aussieht? Du hast niemals mein Haus gesehen. Aber ich wusste nicht, dass du da bist. Doch, sonst hätte ich es nicht gesagt. Du stichst so wenig aus, dass ich dich nicht mal mitbekommen habe. Wie auch immer, dieser Ort ist ernsthaft heruntergekommen. Das wäre das perfekte Zuhause für Mindestlohnarbeiter. Glaube ich zumindest. Das ist ein bisschen, ja, zu offensiv, denkst du nicht? Aber wir müssen sicherstellen, dass wir das ganz genau überprüfen. Es wäre möglich, dass hier vielleicht eine Art Hinweis ist. Wenn du so denkst, warum gehst du da nicht rein und siehst dich überall um, anstatt hier draußen in der Gegend rumzustehen? Du bist definitiv zu vulgär, um das zu verstehen. Aber wie wird es gesagt? Praise a fool, you make me... Preise einen Dummkopf und mach ihn... Achso, lobe einen Dummkopf und du machst ihn dir nützlich. Also lobe einen Dummkopf. Was hat das zu bedeuten? Akane sieht sich bereits im Ändern um. Ich habe sie nur ein bisschen gelobt und sie war schon total aufgeregt. Diese Dumpfbacke.
Also eine Dumpfbacke wie sie ist so selten. Wir müssen sicher gehen, dass sie auch so behandelt wird. Ihr verrotteten. Also wenn ihr verrottete Erscheinung, ihr Persönlichkeit nicht so extrem wäre. Ich kann so eine Persönlichkeit nicht ertragen. Ja. Motel. Kann ich da auch rein? Sind ein Haufen ähnlich aussehender privater Zimmer. Das Innere sieht wahrscheinlich genauso aus. Es ist dunkel und ziemlich dreckig. Es gibt keinen Zweifel, dass diese Räume perfekt aussehen würden, als ob sie aus einem Krimi-Movie, also aus einem Krimi kommen. Wenn ich hier die Nacht überbringe, meine Hütte ist gut genug. In der Tat. Motel Vengeance. Bei The Walking Dead gibt es auch so ein Motel. Mui Theater und Electric Avenue. Gut, beim nächsten Mal werden wir uns zur Electric Avenue begeben. Das war Dank an Rundbad 2, Goodbye Despair. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. Ciao.